Du spürst jetzt deinen Körper, du hast einen Telefonhörer in der Hand und genau genommen unterhältst du dich jetzt nur mit diesem Telefonhörer. Du wirst jetzt nicht sagen, hey Udo, wie kommst du in den Telefonhörer rein, weil das ist ja logisch, dass der Telefonhörer nur ein Stellvertreter ist für einen Udo. Und wo ist der Udo jetzt? Der ist in dir als Gedanke und du denkst dir den Udo aus. Mhm. Eigentlich unterhältst du dich nicht mit dem Telefonhörer, sondern mit dem Udo. Ja. Mit dem Geist in dir, ein Zwiegespräch. Mhm. So, und wenn jetzt das ist einmal das, immer deine Information ist einmal sinnlich wahrgenommen, das erscheint dir real. Und ich benutze ab jetzt das Wort Realität schlichtweg für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Und das Wort Information sagt dir schon, dass eine sinnlich wahrgenommene Information im Prinzip dasselbe ist wie eine feinstoffliche Gedanke, bloß dass es dir real erscheint. Aber auch eine sinnliche Information ist immer nur dann, wenn du sie denkst. Und jetzt kommt der Materialismus, suggeriert dir, dass das Zeug unabhängig von dir da außen auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Und wenn du das glaubst, glaubst du an etwas, was noch nie ein Mensch gesehen hat und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das sind die Fakten. Da ist jetzt jemand, der hat mit Udo schon telefoniert und sie fängt zum Plappern an. Ich weiß ja, wenn ich mit jemandem telefoniere, unterhalte ich mich ja bloß mit einem Telefonhörer. Und dann sage ich, Blödsinn. Dann schaut ihr mich an, ja, aber du hast doch gesagt. Ich sage, pass auf, ich merke, ihr beweist mir immer wieder, dass ihr vollkommen geistlos seid. Ja. Ich habe dir ganz klar erklärt, wie du mit dem Udo telefoniert hast, habe ich gesagt, du spürst jetzt deinen Körper, dann ist dein Körper da, du hast jetzt einen Telefonhörer in der Hand und du unterhältst dich jetzt mit einem Telefonhörer auf der realen Ebene. Aber du weißt natürlich, dass du jetzt dann an Udo denkst und dich eigentlich mit dem Udo unterhältst und nicht mit dem Telefonhörer. Wo ich manchmal immer mit einblende, wo ich dann sage, jetzt pass mal auf, was der Telefonhörer zu dir sagt. Wahrlich, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte, ich bin Gott. Würdest du jetzt sagen, der Spinner, wenn du schaust den Telefonhörer an und sagst, der Spinner bildet sich ein, der ist Gott? Würdest du gar nicht auf die Idee kommen? Du sagst höchstens, der hinter dem Telefonhörer steht, bildet sich ein, der ist Gott. Aber niemals der, der spricht. Und ich sage euch immer wieder, der Udo, den du jetzt dir ausdenkst, der ist nichts anderes. Alles, was ich euch sage, wenn ich von ich rede, das rote UP ist nicht der blaue UP. Das blaue UP, das du dir ausdenkst, ist wesentlich weniger wie du. Es ist ein Gedanke, der von dir gedacht wird. Und ich wiederhole nochmal. Es ist bei vielen Sachen, die Selbstgespräche, ich habe viele, die wiederholen die haben die 5-10 Mal gelesen. Ich habe jetzt erst wieder einen Fall gehabt, wo ich sage, nimm einfach den Weckruf und lies den nochmal. Und wenn es dir einmal aufgeht, wirst du feststellen, da wird in ganz einfachen Worten gesagt, was die Wirklichkeit ist. Aber wir kommen zurück hier wieder auch mit dem, ich weiß ja, wenn ich mit jemandem telefoniere, dann unterhalte ich mich bloß mit einem Telefonhörer und ich sage Blödsinn. Wenn du in deinem Alltagsbewusstsein einen Anruf kriegst von deiner besten Freundin, dann ist der Telefonhörer nur für einen Hauch da, wenn du auf den Hörer drückst und in dem Moment ist weder dein Körper noch dein Telefonhörer da, dann bist du quatschender Geist und unterhältst dich mit einer ausgedachten Figur in deinem Bewusstsein, wobei du in dem Moment, wackel mal mit deinen Zehen an den Füßen, wackel mit den Zehen an den Füßen, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Das ist die Wirklichkeit. Das Einzige, was immer da ist, ist der Geist, der mir jetzt zuhört und dieser Geist ist unpersönlich. Das ist das rote Ich Bin. Wir werden da später genauer drauf eingehen. Ich muss immer wieder die Sachen, wo ich euch mit Sprache erzähle, muss man nicht wissen. Es geht zuerst einmal schlichtweg und einfach nur darum, was bin ich selbst? Und ich muss mir eingestehen, ich bin eigentlich nichts. Macht dir zuerst einmal klar, könnte ein Auge sehen, kann das Auge relativ alles sehen, bloß nicht sich selbst. Könnte ein Ohr, das wir uns jetzt ausdenken, hören, kann das Ohr alles hören, bloß nicht sich selbst. Und genauso ist es mit dem Geist. Der Geist kann sich alles denken, bloß nicht sich selbst. Das ist der blinde Fleck. Ganz einfach, weil das eigentliche Geist nichts ist. An was denkst du bildlich gesprochen, wenn du an Geist denkst? An das Wort Geist, an das Geräusch Geist? Es ist auch dasselbe, ist Gott. Die Diskussion, ob es Gott gibt oder nicht, gibt es so unendlich geistlos, wenn ich weiß, was Gott ist. Ja.